So, dann machen wir die nächste Aufgabe. Sind jetzt nur noch drei. Ich denke mal, die drei sind noch eigentlich easy machbar. Jetzt machen wir erstmal, eliminiere einen Gegner innerhalb von 30 Sekunden, nachdem du eine Sprungfläche verwendet hast. Also genauso wie auch die 200 Schaden, die wir machen mussten. Ich würde sagen, einfach einen Gruppenkeiler rein, gucken, wo ein Trampo rumsteht und dann draufspringen, Kill machen. Fertig ist die Sache. Wir werden halt mal gucken, ob es klappt schon direkt im ersten Anlauf. Und ich wollte schon mal Danke sagen für die ganzen Abonnenten, die jetzt auf einmal reingeflogen kommen. Also was hier gerade so los ist bei mir auf der Seite, was Klicks betrifft, Abonnenten. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, es fehlen jetzt noch drei Abonnenten, dann haben wir die 50 erreicht. Und dann wird auch die fünfte Paysafe-Zahl bekannt gegeben. Also in dem Sinne, wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir irgendwie helfen konnte bereits schon, gerne mal ein Abo da lassen. Bricht man sich keinen Zacken aus der Kohle. So, erstmal die wieder ruhig machen. So. Bam, bam, bam. Wenn wir natürlich ein eigenes Trampo finden, wäre natürlich wieder perfekt. Weil dann könnten wir. Hallo? Könnten wir es einfach auf eine Plattform setzen, flach. Und dann direkt hochspringen. Weil wenn ihr erst drei Rampen macht oder so und dann das Trampo setzt, ist einfach das Problem, dass es meistens kaputt geschossen wird. So, wir gehen. Wo gehe ich denn runter? Sag mir mal, wo die Zone ist. Dankeschön. Da sind wir nämlich direkt schon vor Ort. Ah, gehen wir hier hin. Ich hoffe halt nur, dass wir direkt ein Trempo finden. Das wäre natürlich so wichtig. Bei einer 200 Schaden Mission war das eigentlich auch ganz gut. Das heißt gut, das war perfekt. Wir waren nicht abhängig von anderen. Zack. Natürlich fällt die Hälfte erstmal runter, war klar. Lecks des Todes, aber das liegt diesmal nicht an mir. Weil OBS sagt nämlich null Datenverlust an. So, ich glaube, hier war noch eine Kiste drunter. Hallo, was ist denn mit den Lecks los? Wie gesagt, an mir liegt es definitiv nicht. Ich bin unschuldig. Mal gucken, vielleicht schafft es ja noch mal einer, ein Abo dazulassen, wenn ich ein Video aufnehme. Ich glaube, in einem Video hatten wir es mal. Alles klar, ich bin ja noch klein, von daher. Alles easy. Ne, die Pumpe will ich nicht. Ja, jetzt sind es halt wirklich nur drei Aufgaben und dann ist die Woche auch schon wieder rum, was die Aufgaben betrifft. Und deshalb macht mir halt Rette die Welt echt irgendwie mehr Spaß, also noch. Weil da habe ich halt noch klare Ziele, klar, ich will hochkommen. Seht ihr, die nicht automatisch auf. Aus dem Grund ist klar. Wenn du ein Spiel quasi neu anfängst, hast du auch noch Ziele. Ja, man sieht es ja auch hier bei meinem Level. Ich bin jetzt, glaube ich, Level, weil ich will jetzt nichts Falsches sagen, 40. Und ich spiele das Spiel eigentlich nicht. Ich mache wirklich nur die Aufgaben. Liegt aber auch nur so ein Trempo rum. Mal gucken. Hier irgendwo ins Rumlied. Ja, hier ist alles blau, ich brauche aber ein Trempo. Keins, keins. Hallo, kannst du mal wieder nach oben fliegen? Nix, nix. Da ist eins, oder? Obwohl, das ist eigentlich auch eine Sp nee, ist keine Sprungfläche. Was leckt denn die Runde so? Ist ja eklig. Vor allem, ich hoffe auch, dass ich eins finde, weil, wie gesagt, ich hatte auch schon, wo wir die 200 Schaden machen mussten, hatte ich nämlich auch schon das Problem. Habe ich zwar ein Trampo gefunden, aber keine Gegner. Also nicht von mir ein Trampo, was ich gesetzt habe, sondern der Gegner hat eins gesetzt, aber da waren zwei Stück, aber es hat mir nichts gebracht. So, jetzt gucken wir mal weiter.
Lass mal so. Na komm, boah, manchmal gleitet der Wurf langsam runter, ist ja furchtbar. Und auch schon nochmal danke an die, die schon jetzt alles Mögliche kommentiert haben. Hat halt echt schon ein bisschen Spaß mit euch zu quatschen. Volles Leben habe ich schon. Tempo. Ich glaube, hier kann gar kein sein. Entweder liegt das nur rum oder im Lootdrop, gell? Unglaublich, wie das hier am Lecken ist. Na komm, probieren es schon mal. Vielleicht finden wir schon mal was. Und was zur Zeit furchtbar ist, sind echt die Vorratslieferungen. Jeder stürzt sich da drauf oder campt. Weil er genau weiß, aha, Gegner kommt, kann schon seinem schön versauen. Boah, hier sieht es schlecht aus, hier baut hier noch gar keiner. Mach schon einer hier drauf. Sieht irgendwie nicht so aus. Und doch, war schon einer. Liegt es nicht. Rosa. Sache, mir geht es auch derzeit nicht um Kills, sondern ich will jetzt einfach. Mann, was leckt das hier? Ich hab ihn gehört und im Augenwinkel gesehen. So, jetzt mal direkt Fallschirm ziehen und gucken, ob ich irgendwo einen Trampo sehe. Komm schon. Fortnite. Hier steht keins, da auch nicht. Da auch nicht. Leute, baut doch mal Trampos. Tempo. Ich will ein Tempo. Da ist eins. Bitte macht es nicht kaputt. Gegner, Gegner, kein Gegner. Oh. Problem ist, wo war er? Dass das so lecken würde. Oh, aber da müssen wir hin. Ja, ich frage mich echt, warum das Spiel so eklig und lecken ist. Mann, Leute. Ich will zum Trampo. Warum macht er das Trampo kaputt? Ist er behindert? Och Mann. Oh Gott, ey, ich hasse so Leute. Hauptsache, die haben ihre Arbeit schon gemacht. Und dann den anderen die Sachen kaputt machen. Jetzt ist hier kein Zwerg, gell?
kriege ich auch Brechreiz bei sowas. Das meinte ich, die Kontrolleinstellung immer noch nicht geändert. Ich brauche ein Trampo. Egal wo. Ich brauche eins. Oh, ging ja nicht auf die Liste. Ganz ruhig bleiben. Es ist nur ein Spiel. Ja, kannst du alles kaputt machen, ist mir egal. Komm her. Zack, so einfach. In Anführungszeichen. Drei Gegner direkt gegenüber. Nicht gut. Aber jetzt können wir wenigstens machen, was wir wollen. So. Runde läuft gut, aber sieht man auch an der Punktzahl. Die spielen nicht wirklich No Hands. Ja, hier bist du einmal irgendwo und direkt. Ja. Ekelhaft. Na, oh, von hinten freikriegen. Naja, Sieg kann man trotzdem nicht bekommen. So, wie viel EP haben wir dafür gekriegt? Oh, 500, immerhin. Ja, Level 40, ohne wirklich Fortnite zu spielen. Naja. Leveln leicht gemacht. So, dann würde ich schon mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn ich euch weiterhelfen konnte, gern Like da lassen. Abo wäre natürlich best überhaupt. Wie gesagt, es gibt 10 Euro zu gewinnen. Wenn ihr wissen wollt, wie genau, guckt in der Videobeschreibung. In dem Sinne, haut rein.